Herzlich willkommen zum Video über Modalverben. In den ersten Videos hast du die Regeln gelernt und die Konjugation. Ich habe ein Video zu dürfen, können und mögen gemacht. Jetzt kommt das Video zu sollen. Hast du die anderen Videos schon angeschaut? Wenn nicht, findest du hier in YouTube die Links zu diesen Videos. Okay, wir starten mit sollen. Erinnerst du dich an die Konjugation? Erste und dritte Singular sind gleich und erste und dritte Plural sind wie der Infinitiv. Wir lesen zusammen. Lies auch laut, das ist gut fürs Lernen. Ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Kennst du diesen Lehrer? Er ist sehr bekannt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er kommt von Max und Moritz. Sollen benutzen wir für ein Gebot, ein Gesetz oder eine moralische Norm, typisch für diesen Lehrer. Aber auch die 10 Gebote in der Bibel oder in anderen Texten benutzen sollen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht töten. Du sollst andere respektieren. Wir benutzen sollen auch für einen Auftrag. Schauen wir uns diesen Mann an. Er war beim Arzt. Was sagt der Arzt? Ich soll mehr Sport machen und weniger essen. Auch das ist sollen. Und hier sehen wir gleich, ein Modalverb kann mit 2 Infinitiven funktionieren. Hast du Fragen? Dann freue ich mich, wenn du mir unter dem YouTube-Video schreibst. Ich freue mich auch immer über dein Feedback. Lernst du das Modalverb wollen? Viel Erfolg und bis bald. Tschüss!